Und damit willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Das Schwarze Auge. Satinavs Ketten von Dedelic Entertainment. Ich mache mir die Musik erstmal auf den Ohren etwas leiser. Ja, ich würde sagen, wir legen dann auch mal direkt los. Den 12. zum Gruße, Geron, wähle die Art einer Reise. Ein bequemes Abenteuer für friedgebackene Abenteuer. Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spieleinstellungen nachträglich wieder eingeschaltet werden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die Komfortfunktionen sind. Ich guck mal eben im Handbuch. Da ich mir endlich mal das erste Dedelic-Spiel so gekauft habe, im Laden anstatt bei einer CD bei. Ich habe mir jetzt auch vorhin Edna und Harvey als Special Box bestellt. Ich werde aber Edna einfach normal weiterspielen, nicht damit, falls das überhaupt von der Limited Edition die Version ist. So, mal eben gucken. Ich starte dann sogleich das Abenteuer. Ah, ich glaube, das ist, also so wie es da jetzt steht, ist das nur ein Tutorial. Machen wir das Tutorial einfach mal mit. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Mit Rechtsklick kann Geron seine Umgebung näher betrachten. Mit Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Allgeared, um ihn anzusprechen. Dazu muss ich noch sagen, ich habe vorher kein DSA, also ich kannte DSA vorher nur vom Hören her. Also das schwarze Auge. Und ja, da der legt dazu ein Spiel, beziehungsweise zwei gemacht hat, Satinavs Ketten und Memoria, habe ich mir natürlich auch mal letztens, als ich dann im Elektronikladen war, Satinavs Ketten gekauft, weil für ein Spiel, das so, also von so guten Machern ist, da kann man auch schon mal etwas mehr als 5,85 € kostet die CBS, glaube ich, ausgeben. Okay, mit Rechtsklick, bla bla bla, okay. Ich wäre... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien?
Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen und Linksklick, um ihn aufzunehmen. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Versuche Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen. Klicke dann mit der linken Maustaste auf Ulfried, um ihn nach ihm zu schlagen. Okay. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Geron ist ein Magiedilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krugsymbol neben der Inventarleiste. Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen soll. Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerbrechlich sind. Okay. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Errungenschaft freigeschaltet Der aus dem gute Dreck. Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Gwindling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Olgierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du? Sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Käfig reparieren, Krähen, Wettbewerb, Gwindlings Müdigkeit. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Und dunkle Ahnungen? Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen, wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Krähen. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Ritter Olderich. Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwindling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Der Seher. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern.
oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Käfig reparieren. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Die Krähen. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Im Wettbewerb. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Hilfe beim Wettbewerb. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Ende. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Ich habe da eine Idee gehabt. Ich nehme jetzt noch immer mit Out of City auf. Und, ja, vielleicht. Also bei TS ist es ja so, dass man auf dieses, Spracherkennung, wenn man spricht, dass das aktiviert und wenn man nicht spricht, dass sich das deaktiviert. Und dass ich das vielleicht zumindest in den Cutscenes meine Stimme wegschneide, also beziehungsweise das Rauschen ausblende. Wird für mich natürlich etwas mehr Arbeit und ich weiß nicht, ob sich das danach noch in Ordnung anhört oder das so doof ist, dass ich das lieber sein lassen sollte. Okay, ich habe hier gerade ein paar Frame-Einbrüche, ich weiß nicht genau warum. Okay, wir gucken uns mal um. Ein zerbrochener Käfig. Warte, rechts. Das wird Olgier büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Okay. Zerbrochener Käfig. Aufheben. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Nein, kann ich nicht. Müsste jetzt ungefähr eine Viertelstunde aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach den Computer neu starten sollte. Und dass das dann vielleicht flüssiger läuft. Weil es ruckelt zwischendurch doch hin und wieder mal. Aber erstmal probiere ich das noch so. Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Das ist eine gute Frage. Gwynling Bild. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Zum Fenster können wir auch nicht rausgucken. Da hinten gibt's auch nichts. Der Gehstock. Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Okay. Ansonsten gibt's hier soweit nichts, ne? Nö. Dann gehen wir mal da runter.